So, wir kommen jetzt erstmal zu unseren heutigen Gästen. Ja? Es ist ihre erste Hauptrolle im Kino, wenn man jetzt über sie mal spricht. Ja? Was ein Erfolg. Zusammen mit Elias Mbarek hat sie schon am ersten Wochenende 300.000 Besucher in ihren gemeinsamen Film Nightlife gelockt. Und zwar mit einem Qualitätsversprechen, was mit dem Film Minute für Minute gehalten wird, meine Damen und Herren. Hier ist die große Schauspielerin und ein sympathischer Nachwuchsstar, meine Damen und Herren. Hier ist sympathisch. Also Quatsch. Sie muss da hinten lachen. Sie muss nein, nein. Also, Leute, hier ist Paulina Ruzynski und Elias Mbarek. Ihr könnt euch gerne setzen, ja. Ich würde mich nach euch setzen. Danke sehr. Das ist schön. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Danke. Danke. Meine Güte. Ja, das ist wirklich, jetzt schon muss man sagen, man weiß immer schon für viele Leute, wo ich dann sage, es ist ein Riesenerfolg, aber der läuft ja noch im Kino, ne? Ja. Immer noch. Aber man kann schon immer sagen, dass es ein großer Erfolg ist, weil es irgendwie so Rechnungen gibt, ne? Wenn das erste Wochenende so und so läuft, da weiß man schon, ist alles okay, ne? Ja, na, die Leute aus der Branche sind ja sehr, sehr hinterher, was diese ganzen Zahlen angeht. Paulinas Karriere ist noch nicht vorbei. Ja, ja, natürlich nicht. Moment mal, also ich verbringe meine komplette Karriere mit Paulina und ganz ehrlich, meine Karriere fußt auf dem Erfolg von Paulina. Ja, muss man auch sagen. Also ohne sie wären wir von Anfang an eine Radiosendung geworden. So, wie fühlt sich das für dich an, mal so ein erfolgreicher Kinofilm? Schön. Aufregend. Das ist so neu für dich, ne? Diese ganzen Umstände, ist krass. Nein, aber es ist ja jetzt mal andersrum betrachtet. Du weißt ja eigentlich, oder jeder weiß ja eigentlich, wenn ihr zwei zusammen einen Film macht, das kann ja, also da kannst du ja, also was muss man alles falsch machen, damit das kein Erfolg wird? Also es ist ja ein ziemlicher Sure-Shot. Oder seid ihr da aufgeregt, ob das funktioniert oder nicht? Das kann ja nicht sein, oder? Ja, sag doch mal. Ich? Nein, weil ich so der Profi im Schauspiel im Film bin. Ja. Also, natürlich, es gibt ganz viele, glaube ich, so Stellschrauben, die müssen funktionieren. In dem Fall hatten wir einen ganz tollen Regisseur, Simon Verhoeven. Vielleicht kennt der ein oder andere Männerherzen zum Beispiel. Willkommen bei den Hartmanns. Ja. Das ist schon mal sehr wichtig, finde ich, dass man einen guten Regisseur hat. Und dass er sehr gute Gags schreibt und die Geschichte natürlich irgendwie total wild, absurd und sehr lustig ist und romantisch. Und wir haben Frederik Lau. Frederik Lau? Und wie ist Frederik Lau so drauf? Nett? Ja? Ist ja gut drauf, weil ich meine, jetzt ist ja jetzt gerade, ihr seht ja auch, ihr seht immer noch fantastisch aus, wie auf dem Ei gepellt, 10-mal frischer als ich hier könnte, aber ein kleines bisschen merkt man euch die Berlinale Woche an, wenn ich das sagen darf. Ich habe geguckt, die letzten Tage. Ja, ja. Wir haben jeden Tag. Früh bis spät. Also du hast kaum noch eine Stimme und Paulina ist, sagen wir mal, auch, du bist fast hysterisch gut drauf, muss man sagen. Ne? Ich bin schon so drüber. Wir müssen gerade jeden Tag, wir sehen uns gerade wirklich rund um die Uhr. Sie hat mir Ibuprofen genommen heute. Ja. Wirklich. Wow, 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 wow. Und ich hatte einen krassen Tumor. Ich hatte auch noch so ein Ibu. Boah. 500er. Nein, 600er. 600. Boah. Okay, sag doch, was wenn du Hilfe brauchst, Paulina. Nein, ich habe auch einen guten Ingwer-Shot getrunken. Der hat mich total... So, jetzt sag doch mal, aber guck mal, Leute von draußen, die lesen auch in der Zeitung, ist irgendwie Berlinale, Johnny Depp zündet die Kerze der gute Laune an beiden Seiten an. Aber was heißt das, Berlinale? Was muss man da machen? Also, weil ihr seht richtig durchgeschossen aus. So sehe ich aus, wie nach 14 Tagen Mallorca sehe ich aus, wenn ihr eine Woche auf der Berlinale wart. Wenn du wieder mit deinen Jungs auf Mallorca bist. Wenn ich mit meinen Jungs wieder in Cala Ratata unterwegs bin. Ne? Ja. Wie jedes Jahr. Netzwerken. Also, ja, Netzwerken. Also es wird auf jeden Fall... Elias, erzähl doch du mal. Was ist? Der nichts macht, mal saufen. Ja, so. Endlich mal eine Antwort, mit der man arbeiten kann, meine Damen und Herren. Applaus! Weil man stellt sich das so vor. Also, aber guck mal, bei euch ist das ja eigentlich ganz gut, weil... Weil der Film, mit dem ihr momentan wirklich völlig zu Recht sehr erfolgreich seid, der heißt Nightlife. Und da geht es eben auch darum, ne? Saufen? Naja, nicht nur, aber es geht zumindest um das, was in der Nacht passiert. Es gibt ja viele Leute, die, sagen wir mal, nachts der King und die Queen sind, aber tagsüber nicht viel zu melden, ne? Wie ist das bei euren Charakteren in dem Film? Sind das so welche, die so Nachtprominente so?
Also meine Figur schon. Ich bin der Barkeeper im Film und ich möchte aber so raus aus dem Nachtleben, weil es mir einfach zu viel wird. Ich möchte auch mal so einen normalen Alltag haben und irgendwie eine Familie und so. Und dann kommt Sunny. Das bin in dem Fall ich. Ja. Und ich habe auch die Schnauze voll vom Großstadtleben. Also ich bin auch, also ich bin aus Berlin und frage mich, also die Figur fragt sich so, ja, was ist eigentlich mit allen los und was erwarte ich eigentlich vom Leben? Und irgendwie finde ich ja alles nice und lustig, aber irgendwie möchte ich auch was erleben. Und dann erleben wir drei, also Elias, Freddy und ich, einen sehr, sehr verrückten Abend. Mit ein Date eigentlich. Ich eigentlich möchte mit dir ausgehen und ich möchte ein Date haben, aber es geht halt alles schief. Und, es gibt so einen kleinen Ausschnitt, da muss man vielleicht kurz was zu erzählen. Also es ist so, du leistest irgendwie, also deine Figur leitet sich Geld, ja, da musst du dich verstecken. Wo macht man das? Im Wald. Du kletterst auf einen Baum und genau dann ruft dein Date an, was du in dem Fall bist. Und du bist in einer, sagen wir mal, recht unerklärlichen Situation. Genau aus dieser Situation haben wir jetzt einen kleinen Ausschnitt. Das muss man kurz erklären, weil sonst weiß man gar nicht, warum Elias Embarek auf einem Baum sitzt. Hallo, Sunny. Alles klar? Ja, alles klar bei dir. Warum flüsterst du eigentlich? Ich bin gerade ein bisschen im Wald. Naturschutzgebiet. Hier brüten Vögel und Frösche und so. Wow, du bist ganz schön viel in der Natur, oder? Ja, so bin ich. Ich hänge gern mal im Wald ab. Bis später, ich freue mich. Okay, bis später, ciao. Jetzt ist er im Wald. Ja, das ist doch schön. Okay. Ei, ei, ei. Nein, das ist... ist ja einem schon näher, als wenn man jetzt irgendeinen historischen Film spielen muss, wo man jetzt sich erstmal 10 Bücher durchliest, was die da den ganzen Tag machen. Ihr wisst ja schon, was man so macht, wenn man dann abends unterwegs ist, ne? Paulina, also, Paulina, ich habe auch gehört, du warst auch schon mal in einer sogenannten Disco, wurde mir zugetragen. Ja, ich war auch schon mal mit dir in einer Disco. Ja, Ende der 80er, ich erinnere mich daran. Ja, nee, so lange ist es noch gar nicht her. Wo waren wir denn? Erzähl. Weiß ich nicht mehr. Habe ich vergessen. Es war so wild, dass ich es vergessen habe. Absolut. Ja, es war ein wilder Ride. Life is a roller coaster and I'm gonna ride it. Ja. Aber man muss auch dazu sagen, also, dass der Film jetzt, also es ist jetzt nicht ein Club-Hopping-Film. Also, man denkt das erst so, weil das alles so leuchtet und so. Aber du hattest auch mal im echten Leben mal eine Bar. Kann das sein? Hattest du nicht in München mal selber eine Bar? Ja. Und ich meine, ich frage mich immer, warum Leute eine Bar machen, weil die gerne in Bars gehen oder weil sie, also, oder... Umsonst. Was ist der Grund, warum man eine Bar aufmacht? Hausbon nennt man das. Wie heißt das? Hausbon. Ja, genau. Man boniert sich dann selber und dann musst du nicht mehr zahlen. Das stimmt, ja, man denkt dann, man muss an dem Abend nicht zahlen. Man kann halt, sagen wir mal, einen unendlichen Deckel machen. Ist das der Grund, warum man der Besitzer der Bar ist? Ja, habe ich dann irgendwann festgestellt und dann waren wir pleite. Ja. Ich sitze leider noch nicht mehr. War das das Ende von der Bar? Ja. Wirklich? Das ist ja interessant. Und wärst du denn ohne das Ende der Bar, wäre das denn, also praktisch hast du der Pleite der Bar auch, sagen wir mal, deine weitere Karriere zu verdanken, dass du so rauskatapultiert wurdest? Nö, aber ist doch schön, wenn man auch ab und zu mal keinen Erfolg hat. Ja. Also, das ist ja wichtig. Nein, scheitern total ist für dich, das erdet dich, absolut. Das macht dich zum Menschen. Die Leute denken, du bist so ein Übertyp, aber auch du hast schon mal vor 20 Jahren mal was gemacht, was gar nicht so erfolgreich war. Ist ein Jahr her. Weißt du, was wir gemacht haben, Paulina? Zum Nightlife und zu diesem ganzen überhaupt, ne, zur so neuen Öffentlichkeit. Was gehört, habt ihr nee, gemacht? Wir haben nichts Schlimmes gemacht. Wir haben nur Social Media ein bisschen durchforstet. Und du hast irgendwann mal angefangen zu twittern. Ne? Oh, vor, mein krass. Nein. Ich weiß nicht, 11 Jahren, 10 Jahren, echt lange her. Und was man sagen kann, ist, glaube ich, du hast das Medium nicht richtig kapiert. Am Anfang. Oh mein Gott. Du hast es einfach irgendwie falsch benutzt. Du hast es jetzt nicht schlimm benutzt, aber du hast es eher so benutzt wie, also du hast zum Beispiel das hier getwittert. Nein, bitte nicht. Das hier zum Beispiel, wie bereitet man eine Zwiebelschmelze vor? Das war ein Tweet aus dem Jahr 2009. Ja. Dann müssen wir das jetzt 2009. Ja, das ist 11 Jahre her. Aber warum, hast du gedacht, du googelst oder was ist los? Weißt du, früher, oh Gott, das ist jetzt richtig, Mann. Warte, guck mal, weißt du, was ich hab für dich hier? Guck mal, nein, ich hab hier für dich eine richtig geile Zwiebelschmelze habe ich für dich gemacht. Ja. Mh, lecker. Guck mal. Und hier. Hier nochmal das Rezept für dich. Danke, danke. Wow.
Kannst du ja später essen. Das kann man nur so unpraktisch im Fernsehen essen. Das kannst du später essen. Ja. Nee, so. Also das ist eine Zwiebelschmelze, damit du weißt. Richtig unangenehm. Du hast noch einen Tweet. Leute, nein, hör auf. Können wir das bitte an dieser Stelle, rausschneiden? Es wird nichts rausgeschnitten bei Late Night Berlin. Hier wird nie was rausgeschnitten. Mann, wir haben noch einen zweiten bitte, Tweet. Nein. Guck mal. Nein, ich muss, aber stopp, bevor du das machst. Ich muss mich jetzt hier... Wo finde ich ein super-duper Schnäppchen-MacBook-Angebot mit beleuchteter Tastatur? Ey, Paulina, weißt du, was so witzig ist? Was ich daran so lustig finde, ist, dass selbst wenn du dachtest, das ist sowas wie Google, warum schreibst du super duper Schnäppchen? Aber ich kann dir sagen, ich habe noch eins auftreiben können. Bitte schön. Das hier ist das super duper MacBook Schnäppchen aus dem Jahr 2009 mit leuchtender Tastatur. Ja? Also bitteschön, das kannst du auch mit nach Hause nehmen, das ist für dich. Wir müssen uns beeilen. Du musst mal jetzt hier zum Spiel kommen. Was machen wir? Wir müssen uns beeilen. Super. Warte mal, ich muss es aber jetzt hier zum Spiel. Mal zeigen. Ach klar, ja, wir wollen aber spielen. Ja, genau. Stopp. Kennt ihr das nicht, dass man früher auch auf Facebook voll die komischen Sachen gepostet hat, weil man es früher einfach anders benutzt hat? Ja, kennen die alle. So, wir müssen jetzt zum Spiel.